Tiere besitzen Fähigkeiten, die Menschen oft nicht begreifen können. Es wird häufig gesagt, dass sie sogar die Lebensaura einer Person spüren können. Haben Sie schon einmal von Hunden gehört, die traurig weinen, wenn sie spüren, dass jemand Nahestehendes im Begriff ist zu sterben? Und haben Sie von einem Pferd gehört, das sich während der Beerdigung seines Besitzers merkwürdig verhielt? Ohne Zweifel weckt das große Neugier. Also, geben Sie einen Like und lassen Sie uns eintauchen. Ein 55-jähriger Mann lebte seit seiner Kindheit mit seiner Familie in einer ländlichen Gegend und wuchs von Tieren umgeben auf. Obwohl er alle Arten liebte, hatte Seel eine besondere Vorliebe für Pferde. Die majestätische Haltung eines Pferdes war ihm schon immer ein faszinierendes Objekt. Schon in jungen Jahren nahm er an kleinen lokalen Rennen teil und entdeckte ein natürliches Talent als Reiter, was seine Liebe zu diesen Tieren weiter befeuerte. Sein lebenslanger Begleiter war sein Rennpferd. Der Mann hielt ihn immer so sauber wie möglich, verbrachte Stunden damit, sein Fell mit einer speziellen Bürste zu pflegen, die eine glänzende Schicht hinterließ. Es stimmt, dass es in Seels Leben mehrere Pferde gab, aber Mustar war etwas Besonderes, mit einer einzigartigen Lebensgeschichte. Und dieser Mann war stolz darauf, sie mit denen zu teilen, die bereit waren zuzuhören. Als Mustar noch ein Fohlen war, rettete Seel ihn von einem Bauernhof, auf dem die Tiere hungerten. Seels Familie meldete die Besitzer wegen Tierquälerei und schaffte es, alle Tiere, die dort waren, einschließlich des zerbrechlichen Fohlens, das die Aufmerksamkeit des Mannes erregte, aufzunehmen. Seels Vater glaubte, das Fohlen würde nicht überleben und befürchtete, es könne Krankheiten haben, deshalb isolierte er es von den anderen Pferden. Doch Seel gab das Fohlen nicht auf. Obwohl er kein Tierarzt war, verstand er Tiere so gut wie jeder mit formeller Ausbildung in diesem Bereich. Sein Wissen über Pferde half dem kleinen Fohlen, die schwerste Zeit zu überstehen. Jetzt, da das Fohlen etwas stärker war, legte Seel seine Ersparnisse zusammen und brachte das Pferd zu einem Spezialisten, der weit von seinem Bauernhof entfernt lebte. Das verursachte erhebliche Kosten, und Seels Vater konnte nicht begreifen, wie entschlossen sein Sohn war, diesem Tier zu helfen. Doch er legte seine Bedenken beiseite, wissend, dass sein Sohn entschlossen war. Als der Spezialist das Fohlen sah, zögerte er nicht zu sagen, dass seine Überlebenschancen begrenzt seien. Seel flehte den Tierarzt an, das Pferd zumindest aufzunehmen und zu pflegen. Der Tierarzt stimmte zu, ihn aufzunehmen und intensiv zu betreuen. Nach einigen Wochen wurde das Pferd entlassen, aber Seel musste sich strikt an die Anweisungen des Tierarztes halten, um Rückschläge zu vermeiden. Mit der Medikation und der intensiven Betreuung wurde das Fohlen immer lebendiger. Es gab sogar eine Gelegenheit, bei der es vor Seels Vater eine 180-Grad-Wende machte, was den Mann dazu brachte, seinen ernsten Ausdruck aufzugeben und herzlich zu lachen. Mustar wurde schnell der treue Begleiter dieser Familie, begleitete Seel und seine Verwandten in ihrem Alltag. Er war bei allen glücklichen und traurigen Momenten im Leben dieses Mannes dabei, einschließlich des Tages, an dem er sich von seinem Vater verabschieden musste. Mustar stand an seiner Seite. 23 Jahre Freundschaft waren bereits vergangen. Das Pferd war nun erwachsen, und Seel war kein junger Mann mehr. Er war jetzt Familienvater mit vielen Verantwortlichkeiten und hatte keine Zeit mehr für seine geliebten Pferderennen. Doch eine Sache beschäftigte Seel jeden Tag, seine Familie. Er litt unter starken Atemproblemen und Schwindelgefühlen. Als er zum Arzt ging, erfuhr er, dass er ein Herzproblem hatte. Seel blieb standhaft und erzählte weder seiner Frau noch seinen Kindern davon. Eine seiner Töchter war schwanger mit seiner ersten Enkeltochter, und er wollte kein Risiko eingehen, ihr Angst zu machen und die Schwangerschaft zu gefährden. Eines Tages kam er atemlos nach Hause und sagte, er habe das Gefühl, als würde seine Brust gleich in zwei Teile zerbrechen. Seine Frau eilte, einen Krankenwagen zu rufen, doch es war zu spät. Seel hatte einen Herzinfarkt erlitten. Die Familie versuchte vergeblich, einen Arzt zu rufen, um sein Leben zu retten, aber die meisten Krankenhäuser waren weit von der ländlichen Gegend entfernt.
Ohne etwas anderes tun zu können, legten sie sie ins Bett und bereiteten seine Beerdigung nach islamischen Traditionen vor. Während die ganze Familie mit den Vorbereitungen beschäftigt war, hörte eine der Töchter ein lautes Geräusch in der Nähe des Fensters. Sie merkte schnell, dass es da das Pferd war, das hartnäckig klopfte. Niemand verstand das aufgeregte und gereizte Verhalten des Tieres, also blieb nur die Möglichkeit, es in seinem Stall einzusperren. Der Tag von Sils Beerdigung kam. Die Familie und die Nachbarn waren sehr emotional, denn er war bei allen beliebt. Als seine Kinder gerade dabei waren, die Abschiedsrede zu beginnen, hörten sie ein lautes Geräusch. Es war das Pferd Star, das mit voller Geschwindigkeit angerannt kam. Auf irgendwie geheimnisvolle Weise war das Pferd aus dem Stall entkommen. Alle waren von seinem Verhalten erstaunt und interpretierten es als einen letzten Abschied von seinem alten Freund. Zumindest dachte das jeder Anwesende. Was sie nicht wussten, war, dass dies kurz davor war, eine überraschende Wendung zu nehmen. Das Pferd Star begann mit seinen kräftigen Hufen auf den Sarg zu schlagen. Alle versuchten, ihn zu stoppen, aber sie hatten es mit einem unkontrollierbaren Pferd zu tun, das wehrte und ausschlug. In diesem Moment hörte man ein lautes Stöhnen aus dem Sarg. Ja, zur Überraschung aller war Sil erwacht. Er schrie laut, seid ihr alle verrückt? Ihr beerdigt mich lebendig. Einige Leute rannten weg, dachten, sie hätten es mit einem Zombie zu tun. Andere, besonders Sils Familienmitglieder, fingen an zu weinen und sagten, es sei ein Wunder. Seine Kinder halfen Sil aus dem Sarg. Nach Aussage des Arztes handelte es sich bei dem, was Sil widerfahren war, um einen Fall von Katalepse. Katalepse ist ein Zustand, bei dem eine Person ihre Gliedmaßen nicht bewegen oder sprechen kann. In einigen Fällen kann es sogar mit dem Tod verwechselt werden, da auch die Atmung der Person beeinträchtigt ist. Der Arzt kam zu dem Schluss, dass Sils Herzproblem einen katalytischen Anfall ausgelöst hatte. Obwohl nicht sehr häufig, war Sils Fall nicht der einzige dokumentierte. Sil hatte Glück, einem möglichen schrecklichen Schicksal zu entgehen. Mustar erwies sich als treuer Freund bis zum Ende seines Lebens, und der Mann vergaß nie, was sein Pferd für ihn getan hatte. Die Geschichte von Sil und Mustar wurde für viele zu einer Inspiration, die die besondere Bindung verstärkte, die zwischen Menschen und Tieren existieren kann, und die Fähigkeit dieser Tiere, uns mit ihrer Liebe, Treue und Intuition zu überraschen. Also, was denken Sie über diese Geschichte?